Hallo und herzlich willkommen, Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zu der Ausgabe des BA-Teams. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und noch ein Sieg am letzten Spieltag zu Hause versuchen wir heute auswärts in Bittingheim auch wieder einen Sieg davonzutragen. Wir haben an den Angriff und die Verteidigung auf unserer Seite plus aber angereiste Fans mit im Petto zum Auswärtsspiel und unsere Gastgeber haben ihren Heimvorteil auf ihrer Seite plus die Tore. Mal schauen wir mal, wie es mir hier ergehen wird. Er spielt der Erste gegen den 14. Mal schon schauen, wenn wir die Sieg kriegen. So. Uli Wimmer Scheibe verlieren wir wieder. Wo sind der Cherry? Uli Wingmar. Noch soll es nicht sein. Da haben wir den Topstorger, den Tiroler, bei den Düsseldorfer gesehen, ein HP. So. Geklingelt hat schon, meine lieben Sportsfreunde. Also heißt, wir müssen uns gerade mal einen Raum schießen. Jawohl. Jawohl. Jawohl, jawohl. Der Olson macht das 1:0, der Brett. Also, jawohl. Die Kater sind jetzt unterwegs. Auf geht's, Kämpfschuh, Jungs. Na, leider nichts.
Leider nichts. War 13 Uhr im ersten Drittel zum Spielen. Komm schon, komm schon, komm schon. Zu 0 noch im ersten Drittel ist aber ja gut. Dann gehen wir um ins zweite Drittel. Am Fahren hat mein Spiel nicht funktioniert. Der Cherry läuft. Und macht das 2 zu 0 Klaus. Super. Hervorragend. Zack und drin ist das Ding. Ah, ich wollte das ausprobieren. Nach links tun wir und den rechten analog sitzen und Turn machen. Aber wollte nicht so. Au, das war ein bisschen weiter unten vielleicht, dann war es jetzt funktioniert.
Jawohl, jawohl, jawohl. In den letzten Zügen des zweiten Drittels schießen wir nur ein Tor, aber nein. So, auf geht's. Letztes gefährliches und entscheidendes Drittel, meine Sportsfreunde. Komm schon, komm schon. Ah, besser zielen. Zwölf, 54 nur meine Sportsfreunde. Ah, das war zu schwach, das habe ich schon bei einem Abschuss gemerkt, dass das der Goalie gefangen wird. Also zumindest steht es 2:0. Ich möchte da jetzt reingegangen. Puh, kurzer Schockmoment. Und 28, aber noch nicht. Aber wir sind in Führung. Ich möchte es unbedingt ausbauen. Ich will es unbedingt. Als 3:0. Na, schaffen wir mit Jerry.
Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir aufpassen. Letzte halbe die Minuten noch. Und Novak schießt das 3 zu 0. Hervorragend, hervorragend. So, 9, 8, 7, 6, das geht gar nicht. So, 0,7 nur, 7,0 nur. Und wir gewinnen mit 3 zu 0, meine lieben Sportsfreunde. Ein Star mit einem Tor auf dem dritten Platz und Novak, der Brett hat auch ein Tor geschossen und der Jerry müsste da auch was haben. Nein, der Godis. Also haben wir 3 Stars, 2 Tore, 0 Assist. Und ich glaube, Nürnberg ist der nächste Gegner am Spieltag 26. Ja, so ist es. So ist es. Da haben wir die Tabelle. Ich habe kurz am Faden verloren. 59 Punkte haben wir, meine lieben Sportsfreunde. 59 Punkte, Platz 1, gefolgt von Ingolstadt auf der 2. Die Tigers aus Straubing sind auf der 3. Nürnberg ist auf der 4, also spielt nächstes Mal der Erste gegen den Vierten. Dann kommen die Eisbären aus Berlin auf der 5. Grüße gehen raus an meinen Eisbären-Bro, an Erik, falls du das siehst. Auf 6 Köln, 7 Schwenningen, 8 die Wolfsburger Grizzlies, 9 Augsburg, 10 Krefeld, 11 ist Iserlohn, Fischtauner sind auf der 12. München ist auf der 13, Bittingheim bleibt auf der 14 und Mannheim ist auf dem letzten Platz, meine lieben Sportsfreunde. Das war's aber, meine lieben Sportsfreunde, mit diesem sportlichen Spieltag. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde mich natürlich auch freuen, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier
aus BA-Team weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch, hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Man kann doch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.